Bevor die neue Weinprinzessin inthronisiert werden kann, muss zuvor die vorherige verabschiedet werden. Bürgermeister Vasil kündigt deshalb Madeleine Römer an, die bis dato noch amtierende Weinprinzessin, die als letzte Amtshandlung noch einmal eine Weinprobe präsentiert. Natürlich auf eine sehr eigene, von allen geschätzte Art. Lassen Sie sich überraschen. Weinprinzessin des Vereins Südliche Weinstraße der Verbandsgemeinde Offenbach gekrönt. Damals hatte ich gerade mein duales Studium Weinbau und Önologie am Weincampus in Neustadt begonnen, habe ich letzte Woche erfolgreich abgeschlossen. Denn dies sind so große Gläser mit gewöhnt. Aber apropos große Gläser, immer wenn ich mein Glas auf dem Weinfest dabei habe, werde ich ganz neidisch angeschaut, weil mein Glas viel größer ist als jeder andere. Deswegen habe ich mir heute Abend gedacht, ich mache einen kleinen Versuch und schaue, wie viel Wein wirklich in mein Glas geht. Nur dazu habe ich, bevor ich Glas schweige, ist noch nicht auf, die mache ich jetzt extra auf. Und wir gucken, ob es wirklich so neid ist. Und welche Überraschung! Madeleine füllt das Glas der Weinprinzessin mit einer ganzen Flasche Sauvignon Blanc vom Weingut Herna. Passt rein! Selbstverständlich erhielt Madeleine Römer auch noch ein Abschiedsgeschenk, und da sie sich gerne in der Natur aufhält, was lag da näher als ein Wanderrucksack mit Verpflegung? Als jedoch Axel Vasil die Probe aufs Exempel macht, musste er feststellen, doch nicht so ganz der Figur von Madeleine zu entsprechen. Also Natur wieder ablegen und Rückkehr zum Bürgermeisteramt. Das klappte dann auch und Madeleine kam zur Erinnerung ihre Krone geschenkt. Die hat der Bürgermeister aber sicherheitshalber nicht ausprobiert. Auch die pfälzische Weinprinzessin Katharina Diehl aus Heinfeld präsentierte noch eine Weinprobe mit einem Riesling trocken vom Weingut Glas aus Essingen, bevor sie dann die Krönung von Annalena Volz vollzog. Wir sind genießt und vor allem dein Bestes daraus gemacht. Denn all diese Erfahrungen kann dir hinterher niemand mehr entnehmen. Ich wünsche dir für deine Zukunft als Weinprinzessin des Vereines Südliche Weinstraße Offenbach von Herzen alles Gute und heiße dich in der Familie der Weinhoheiten recht herzlich willkommen. Und nun, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen gesagt, wir haben eine neue Krone, die ist noch hier drin. Sie heute zu diesem für mich sehr aufregenden Anlass begrüßen zu dürfen.
Jedes kleine Mädchen träumt irgendwann davon, mal Prinzessin zu werden. Und nahezu jedes kleine Mädchen war an Fasching auch mal als Prinzessin verkleidet. Auch ich habe da keine Ausnahme gemacht und habe jahrelang überall Autogrammkarten von allen möglichen Weinprinzessinnen und Weinköniginnen gesammelt. Dann kommen Jahre, in denen dieser Traum an Priorität verliert, bei den einen dann komplett aus dem Leben verschwindet und bei anderen nur für eine gewisse Zeit. Schule, Hobbys, andere Interessen nehmen den Großteil der Zeit und der Gedanken ein. Es war auch bei mir nicht anders. Aber auch bedingt dadurch, dass ich in unserem Weinbaubetrieb groß geworden bin und tagtäglich mit der schönen Materie Wein konfrontiert wurde, wurde das Thema Weinprinzessin wieder aktuell in meinem Kopf. Dank Kurt Hödinger, der meine Mama dann mal gefragt hat, ob es nicht schön wäre, mal wieder eine Essinger Weinprinzessin zu haben, wurde der Wunsch wieder in mir geweckt. Und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr freute ich mich, mit solch einer tollen Aufgabe getraut zu werden. Und jetzt stehe ich hier, etwas aufgeregt natürlich, denn ich weiß noch nicht genau, was alles auf mich zukommen wird. Aber ich bin mir sicher, dass es eine schöne und spannende Zeit werden wird. Und ich freue mich sehr, die tollen Winzer und ihre ganzen Weine vertreten zu dürfen. Und werde das aus vollem Herzen und mit Freude tun. Liebe Madeleine, du hast die Aufgabe in den letzten 2 Jahren mit Bravour gemeistert. Und ich werde mit der gleichen Begeisterung und Freude die Weinprinzessin von unseren 4 Orten der Verbandsgemeinde sein. Bürgermeisterin, wo ich mich natürlich sehr freue, dass wir endlich in Essingen auch mal wieder eine Weinprinzessin haben. Dann haben wir einen Weinbaubetrieb und haben jetzt eine Weinprinzessin und natürlich als Mama. Ich bin ganz mega stolz und freue mich sehr. Ich kann es nicht verhehlen. Und ja, Annalena, du weißt, ich habe dich vor längerer Zeit schon mal darauf angesprochen, weil der Kurt auch gesagt hat, Mensch, frag sie doch mal. Und jetzt muss ich noch was sagen. Meine Annalena hat sich ganz toll einen Thron gewünscht. Und der Kurt hat gesagt, es gibt keinen Thron. Das haben wir schon immer alles im Stehen gemacht. Machen wir dies ja auch. Und dann habe ich zu der Leni gesagt, die Annalena wünscht sich einen Thron. Und dann haben die Leni und ich einen Thron gebastelt. Und deshalb darf die Annalena nachher auf diesem Thron sitzen. Und der Kurt hat mich gar nicht erschlagen. Gell, Kurt? Auch aus Hofstadt, alle herzlichen Glückwünsche. Wir freuen uns sehr, dass es weitergeht, dass wir auch wieder eine Weinprinzessin haben aus der Verbandsgemeinde. Wir freuen uns auf eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dir. Und jetzt gibt es doch ein paar Blümchen. Und wir wünschen dir wirklich alles, alles Gute von Herzen. Ja, liebe
von der Lena, auch die Gemeinde Bornheim, wünsche ich sehr herzlich zur Weinprinzessin Südliche Weinstraße, der Verbandsgemeinde. Alles Gute! Die Probe weiterzugeben und deshalb Dankeschön nochmal an Madeleine, die war eine wunderbare Repräsentantin und herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, viel Freude im Amt. Herzlichen Dank, dass junge Frauen bereit sind, für unseren Wein, für unsere Region, in dem Fall für die Verbandsgemeinde, Werbung zu machen. Deshalb sage ich auch als Landrat für den Landkreis Südliche Weinstraße herzlichen Glückwunsch. Also in diesem Sinne eine tolle Amtszeit hier in der Verbandsgemeinde. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im neuen Amt. Dankeschön. Ja, liebe Annalena, als Vorsitzender der Bauernwirtschaft Hochstadt gratuliere ich dir natürlich auch recht herzlich. Wünsche dir alles erdenklich Gute für die nächsten zwei lange Jahre. Viel Spaß, viel Erfolg und auch natürlich immer eine gute Truppe. Klaas, Weinklaas. Danke. Durch seine Aromenvielfalt und sein Bouquet. Aufgrund der Eigenschaften ist der Gewürztraminer einer meiner Lieblingsweinsorten. Können Sie gerne mal Ihr Glas schwenken und einen Atemzug nehmen. Und nun genießen Sie bei einem Schluck die Aromen von Mango, Rose und Litschi und mit Gaumen verabschieden in zarten Nussakkorden. Dieser Gewürztraminer stammt aus unserem Familienweingut. Und besonders stolz bin ich, dass dieser mit einer Goldmedaille ausgezeichnete Wein der erste selbst ausgebaute Wein meines Bruders Sebastian ist. Wir haben den Gewürztraminer auch noch in einer lieblichen wie auch in einer edelsüßen Variante, sodass ich je nach Stimmung, Tageszeit oder als Begleiter zum Essen auswählen kann, welchen Wein ich trinke. Das sind eben die Vorteile, wenn man in einer Winzerfamilie aufwächst. Ich wünsche uns heute Abend allen noch einen schönen und geselligen Abend und lassen Sie uns gemeinsam mit einem Spruch anstoßen. Wasser macht weise, lustig der Wein, so trinken wir beides, um beides zu sein. Zum Wohl! Und wieder folgen die Glückwünsche der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, des Landrats, ihrer Mutter und nachdem Annalena die Erste die Bühne verließ, schloss sich diesen Glückwünschen auch ihr Vater Kuno Volz an. Aber wer gedacht hat, die Glückwünsche hätten nun ein Ende, der irrte sich. Jetzt fingen sie erst richtig an und an dieser Stelle auch von mir über unser Essingen.de die allerherzlichsten Glückwünsche. Möge der heutige Abend, liebe Annalena, der Start für ein aufregendes und ein erfülltes Leben sein. Und es ist schön und beruhigend für dich in deine Familie, die Ruhe, die Geborgenheit und auch die tatkräftige Unterstützung für dein neues Amt zu erfahren. Es lebe die neue Weinprinzessin Annalena I.